Das Finale der Etappe nach L'Alpe d'Huez 1986 zwischen Hinault und Lemond bleibt allen noch in reger Erinnerung. Es war ein fantastischer Moment der Geschichte der Tour de France, denn es war der erste Sieg eines Amerikaners. Doch Hinault hoffte auf einen historischen sechsten Titelgewinn. Und er hat diese Niederlage natürlich nicht einfach hingenommen. Dank der Sportzeitung L'Equipe posieren die beiden Stars auf dem Gipfel in Alpe d'Huez für ein Erinnerungsfoto. Du fährst aber schon mit einem Helm. Ja, immer. Du lernst das, wenn du deine Freunde stürzen siehst. Ich weiß, ich hätte aber nie gedacht, dass du einen trägst. Doch, doch. Fährst du noch Rennen? Rennen nicht wirklich. Ich mache eher Rundfahrten, aber keine Wettbewerbe mehr. Wirst du heute aufs Rad steigen? Ja, ich bin etwas dick geworden. Wir sind bis dahin ein fantastisches Rennen gefahren, um Zimmermann auszuschalten. Und auf dem Anstieg habe ich ihm gesagt, er solle sich an mich hängen. Ich habe ihn geschützt. Ich hatte einen sehr guten Tag. Ich denke, wenn wir uns auf der Steigung nach L'Alpe d'Huez angegriffen hätten, hätte es wohl die Tour entschieden. Denn Hinault hätte bestimmt viel Zeit verloren. Der Anstieg ist legendär, denn die Zieleinfahrt liegt hier immer auf dem Gipfel. Ich denke, es war die erste Etappe der Tour de France, die genau auf dem Gipfel endet. Das macht seinen Ruf aus. Greg Lemond und Bernard Hinault, die Hand in Hand auf dem Gipfel in Alpe d'Huez übers Ziel fahren. Dieses Bild ist vielen in Erinnerung geblieben. Was auf dem Gipfel passiert ist, war spontan. Das war nicht vorgesehen. Hätten wir uns auf der Ziellinie umarmen und beglückwünschen dürfen, hätten wir das getan. Aber das war verboten.